geehrte Damen und Herren, der Giga Games Award. Der Nacht da draußen, alle Laudatoren, alle Preisträger, alle, die heute irgendwas gewinnen können, zu unseren großen Giga Games Awards im Jahr 2005. Auch von mir, boa noite e sejam bem-vindos von zweiten Giga Games Awards 2005. Es gibt insgesamt 12 Kategorien, in denen wir heute wählen werden, welche Spiele letztendlich in der Spreu vom Weizen getrennt werden. Wir haben 100.000 Votes gehabt für insgesamt 180 nominierte Spiele, das ist eine Menge Holz. Also 12 Kategorien. Ja. Da hat unsere Community richtig Arbeit gehabt und geleistet, oder? Ja, die haben auch eine Menge gemacht. Die ganze Zeit geklickt, schon wochenlang konnten sie wählen, was auch immer sie ihrer Meinung nach für das beste Spiel in der jeweiligen Kategorie halten. Insgesamt sind 55 Finalisten zu den Besten der Besten gekommen und davon wird dann letztendlich nochmal die Creme de la Creme gekürt. Heute hier mit jeder Menge Awards, die alle schon da stehen und nur darauf warten, von schwitzigen Händen angefasst zu werden. Wunderbar, dann werden wir hier richtig Standing Ovations haben. Alle gehört. Wie schön. Wollen wir es hoffen. Wir haben zum Glück extra Elektroschocker an den meisten Stühlen angebracht. Deswegen ist es relativ wahrscheinlich, dass wir sowas heute noch sehen werden. Außerdem erwarte ich das auch bei unserem heutigen Lifetime Achievement Award, den wir exklusiv heute nur für diesen doch sehr, sehr noblen Abend uns ausgedacht haben und der einen ganz besonderen Mann der Entwicklerszene, vielleicht ist er auch eine Frau, wir wissen es ja noch nicht, ehren wird. Nicht schlecht, das hört sich immer besser an. Es hört sich immer besser an, wir haben eine Menge Kategorien, ich fange einfach mal an, sie alle kurz vorzulesen an dieser Stelle. Wir haben zum Beispiel das beste Adventure-Spiel, da freue ich mich als Lucas-Film-Fan und Hamster-Fan ganz besonders drauf. Ey, Adventure ist nichts für mich, ich kriege Angst zu schnell, nee. Das ist mein Stichwort, oder? Soll ich dich eventuell in den Arm nehmen? Also Simon, es gibt auch eine Sportkategorie, oder? Ich habe es irgendwie fast erwartet, ja. Da hat das Angraben nicht funktioniert, natürlich haben wir auch noch eine Sportkategorie. Natürlich gibt es bei uns auch die Bälle, die die Welt bedeuten oder was auch sonst es noch alles in dem Bereich gibt. Ich persönlich bin da überhaupt nicht bewandert. Also Fußball alleine reicht mir schon. Und selbst da kenne ich mich nicht aus, deswegen leite ich geschickt über zur nächsten Kategorie und die lautet Rennspiele. Aber ich dachte, die Kategorie des bestes Actionspiel wäre was für richtige Männer, meinst du nicht? Da ich richtiger Mann bin, ist das nicht wirklich ein Problem. Mhm. Aber Actionspiele auf jeden Fall ist das Richtige. Wir werden aber heute, glaube ich, noch mehr Kategorien für echte Männer und sowas sehen. Aber es gibt natürlich auch einiges für die Frauen da draußen. Also ich bin sehr gespannt. Du solltest nicht so sexistisch sein, Jana Ina, an Warum? Dieser Stelle. Oder so Männer fixiert, was auch immer. Und ich? Oh Gott, niemals. Nein, so kennen wir dich nicht, gell? Großartig. Außerdem haben wir, um mal wieder zu den Themen zu kommen, auch noch ein Award natürlich für das beste Rollenspiel. Und das ist schön. Ich meine, Rollenspiele sind richtig großartig. Du kennst wahrscheinlich Live-Rollenspieler. Ja. Sagt dir das was? Das ist dann wirklich, wo sich Leute im Wald irgendwie mit Fellen behängen. Ich kenne selbst jemanden, der das macht. Sich mit Wattebäuschen bewerfen. Kein Scheiß. Und dann Sachen irgendwie rufen wie, möge dir mein schamanischer Salamander Machtblitz den Fokuhila verkokeln. Was jetzt nur ein Beispiel ist für magische Sprüche, die man da drauf sagt. Also, und dann wirfst du den Wattebausch. Kann man dich auch nicht mit beeindrucken? Ich versuche das hier zu finden, finde ich nicht. Was hast du da alles gesagt? Live-Rollenspieler, das gibt es tatsächlich. Großartig, okay, gehen wir zum nächsten über, nämlich den Strategiespielen. Da sind jetzt endlich Männer gefragt, und zwar Männer mit Gehirn, Männer mit Verstand. Aha. Männer, die strategisch nicht nur den Abend mit einer Frau planen können, sondern auch Kriege anfassen und was man eben so als Mann alles darf. Aber da gehörst du nicht dazu, oder? Nee. Zu den Männern mit Gehirn, meine ich. Es gibt vielleicht Leute, die würden sagen, ich habe da keine Mitgliedskarte, aber ich persönlich sehe das anders. Sag mal, hat mein guter alter Gameboy mit Tretis eigentlich auch eine Chance auf einen Award? Nein, es gibt keinen Retro-Award und außerdem ist Tetris tot. Nein. Und ich bin es wahrscheinlich am Ende dieser Sendung garantiert auch, weil eine Horde wütender Tetris-Fans mich lynchen werden vor dem Studio. Ich bin gespannt, was passiert. Wir haben aber noch mehr Kategorien. Wir haben ja auch verschiedene Konsolen. Du weißt das ja besser als niemand sonst. Du bist ja eine Hardcore-Gamerin. Ja. Das sieht man dir ja auch an. Ja, ich zocke super gerne und auch zu Hause. Zusammen mit meinem Verlobten, mit dem Giovanni. Wir haben PlayStation, wir haben Xbox, Giovanni kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee, sagt mir nichts.
Ich kann dir vorstellen. Ist der irgendwie bekannt? Spielt der irgendwo? Macht Nein, der irgendwas? Wir reden weiter über Spiele. So, was wollte ich jetzt fragen? Jetzt hast du mich voll durcheinander. Nein, ich habe dich rausgebracht. Das wollte ich natürlich nicht. Das tut mir leid. Kann ich dich nochmal in den Arm nehmen vielleicht? Okay, funktioniert immer noch nicht. Dann müssen wir noch ein bisschen warm werden. Es gibt die Kategorien Bestes Gamecube-Spiel, die Kategorie Bestes Xbox-Spiel und die Kategorie Bestes Handheld-Spiel. Und dann natürlich, da freut sich der Felix, unser PCler, ganz besonders drauf, die, wie er immer sagt, die Königsklasse der heutigen Awards, die PC-Spiele. Ja, ich sehe das anders, aber gut. Das wird sicherlich ein wunderschöner Abend mit glücklichen Menschen, viele Preise. Also ich bin schon sehr gespannt. Natürlich. Aber es gibt auch noch analoges Entertainment, liebe Janaina. Wir haben nämlich auch noch einen Music Act. Ja. Der ist eritreischer Herkunft, lebt in Stuttgart, produziert in den Staaten, hat eine Menge Erfolg. Mhm. Und jetzt kommt der finale Tipp, der dir, glaube ich, definitiv sagen wird, wen ich meine. Er hat für Mark Echoes Getting Up, Content Under Pressure den Song geschrieben und die Synchro gemacht. Also ich glaube, mit Musik kenne ich mich seit eineinhalb Jahren sehr gut aus. Ich würde tippen, Afrop. Mensch, Afrop! Da kann man klatschen. Ein Mann, den man kennt. Oh, ich habe und auch noch erraten. Erraten mit ein paar kleinen, dezenten Videospielhinweisen. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir kommen aber jetzt gleich auch nach so viel Gelaber endlich zu der ersten Kategorie. Und da musst du kurz warten, denn da muss ich was holen. Was hast du denn da? Ich hole was. Was Langes, Wulstiges. Was ist das, glaubst du? Du fragst mich, keine Ahnung, was ist das denn? Nach was sieht es denn aus? Als ich Kind war, konnte ich besser machen. Ich würde gerne wissen, wie viele der Menschen hier wissen denn tatsächlich, was das ist? Okay, da gehen natürlich von den Redakteuren und den Kollegen die Hände hoch. Das ist ein Tintenfischarm. Und das ist nicht nur irgendein Tintenfischarm, sondern das ist ein ganz berühmter Tintenfischarm. Das ist Purple Tentacle. Lila Tentakel. Ein lila, ne? Tintenfischarm. Warum nicht? Das ist ein sehr berühmter Tintenfischarm. Das ist quasi der Michael Jackson unter den Tintenfischarmen. Ohne Kinder und Affen. Willst du mir sagen, dein Lieblingsspiel, so bist du eine lila Tintenfischarm? So ist das in Adventure-Spielen. Mal bist du ein lila Tintenfischarm, mal bist du, sagen wir einfach mal, ein Pirat mit einem unglaublich dämlichen Namen, namens Guybrush Threepwood. Mal bist du Indiana Jones und verkaufst diese tollen Lederjacken. Und manchmal, aber nur manchmal, ist man für kurze Zeit ein zweiköpfiges Eichhörnchen. Und da werden jetzt vielleicht einige... Ja, ich gucke in die entsprechenden... Wer hat es getötet? Komm, du hast es getötet. Du bist nicht reingegangen, oder? Ja, 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 da senken sich die Köpfe, das zweiköpfige Eichhörnchen. Du kennst es nicht, aber Zack McCracken-Fans dürfte es ein Begriff sein. Und heute wird es da auf jeden Fall in dieser Richtung was geben. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir dieses Ding hier da haben. Es ziert schon seit einiger Zeit unseren Tisch. Und ich würde sagen, somit kommen wir langsam, endlich, nach viel Gelaber, zu der ersten Kategorie Bestes Adventure. Präsentiert von einem Mann, den man in der Spieleszene schlicht... Wie heißt er? Den man in der Spieleszene schlicht Nils Bamschroff nennt. Und ich würde sagen, da kommt er, der Nils Bumhoff, meine Damen und Herren. Wichtig, das O langziehen. Sonst zieht er euch was lang. Vertraut mir. Da reden wir noch drüber, Herr Kretschmer. Meine Damen und Herren, der erste Award des heutigen Abends wird verliehen in der Kategorie Bestes Adventure. Und das ist allemal verdient, denn wie kein zweites Genre haben die Adventures von Anfang an die Spieleszene mitgeprägt und inspiriert. Da gibt es zum Beispiel viele Hobbyprogrammierer, die mit Text-Adventuren schon ganz früh angefangen haben, selbst was zu programmieren. Da gibt es natürlich die Point-and-Click-Klassiker, wie zum Beispiel Day of the Tentacle, King's Quest, Monkey Island oder eben auch Indiana Jones. Und dann gibt es natürlich auch jede Menge Action-Adventure, wie zum Beispiel Silent Hill, wie zum Beispiel Tomb Raider, wie zum Beispiel Alone in the Dark. Und auch im Jahre 2005 sind wieder jede Menge klasse Spiele rausgekommen, die den Abenteuerfreunden dort draußen ihren Abenteuerdurst stillen können. Und unter diesen ganzen tollen Spielen kann aber trotzdem nur eines gewinnen. Und welches das sein wird, das werden wir gleich erfahren. Hier erstmal die Nominierten. Silent Hill 4. Und Resident Evil 4.
und auch Still Life. Das waren die 5 Nominierten und kommen wir jetzt zum Gewinner, den ersten Award des heutigen Abends. Den darf mit nach Hause nehmen Resident Evil 4 aus dem Hause Capcom. Abgeholt wird der Preis von Marketing Director Michael Auer. Wow. Wir bei Capcom sind sehr stolz auf unser Resident Evil und unseren Producern. Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Fans bedanken, die für uns hier gewählt haben. Ein fettes Dankeschön an Nintendo und an unseren Top-Partner Giga Games. Danke. So, es geht weiter. Ich wollte sagen, es geht weiter. Oh, da sind wir schon wieder. Das ging schnell, da war er ganz schnell. Ich würde sagen, dann verfolgen wir ihn nur noch kurz jetzt bis zu seinem Weg zurück. Das geht alles von Ihrer Redezeit ab. So, hat er sich gesetzt und wir kommen jetzt zu unserer zweiten Kategorie Bestes Rennspiel und da muss ich natürlich jetzt wieder versuchen, dich anzugraben, meine liebe Janaina. Kann ich dich eventuell mit meinem Auto begeistern? Wir kommen gleich dazu, welches ist, aber was würdest du denn sagen, welches passt denn zu mir? Was fährst du denn überhaupt für ein Auto? Ich würde sagen, warte. Cabrio? Nee, noch besser. So, Sportwagen. Richtig, bingo, ein froschgrüner Toyota Corolla Baujahr 92. Hübsch. Innen drin fast rostfrei und ganz, ganz, ganz schön Lust auf eine kleine virtuelle Ausfahrt oder auch eine echte. Ja, vielleicht nach der Show, wer weiß. Aber du lehnst dich zumindest mal in den Kofferraum oder sowas, da ich ein Bild machen kann. Ich muss noch Freunde beeindrucken. Aber ich sehe schon, das ist irgendwie nicht so der richtige Frauenmagnet an dieser Stelle. Vielleicht kann ich dich damit überreden, wenn ich dir sage, dass bei diesem Kfz, im Gegensatz zu anderen, die ich besessen habe, die Beifahrertür nicht schimmelt. Du hattest ein Auto, der geschimmelt ist? Ich bin ein sehr naturverbundener Typ an der Stelle. Es ist tatsächlich wahr, aber warum nicht? Man sollte also ruhig Schluss, auch mal... Schluss. Ich habe was Aber gemacht. Wenn ich Vegetarier wäre, fändest du es geil, Warte oder? Mal ab, wir reden hier über... Auto schimmeln und weiß ich nicht was und du willst mich damit so spazieren bringen. Zuerst zeigen wir mal, was du für ein Auto hast. Danach entscheide ich mich, ob ich mit dir fahre oder nicht. Das ist der Grund, weshalb man redaktionsintern keine Bilder seines Autos schicken sollte. Ich muss das auch relativieren. Das ist tatsächlich mein Auto. Der gelbe Streifen ist nur Licht. Und die Tatsache, weshalb da Schnüre und Tesafilm sind, ist, weil die Motorhaube irgendwann auf der Autobahn abgegangen ist und nicht mehr zugänglich. Das muss ich erzählen. So ab und zu packt Simon so, wo er will. Einmal will ich so um 20 Uhr nach Hause. Das Auto steht da und Simon ist nicht erreichbar. Dann habe ich gesehen, die Tür war offen. Ich habe einfach aufgemacht, ich bin da reingenommen mit einem Auto irgendwo. Ich und die Aufnahmeleiter, wir schieben ein Auto. Da ist leicht, ist nicht mehr so viel da. Aber da muss ich wirklich mal sagen, also es ist tatsächlich mal passiert. Da vorne sitzen Menschen und damit meine ich ganz besonders diesen hässlichen alten Mann namens Michael Neutert, der mein Kollege ist seit vielen Jahren. Ein kleiner Applaus. Ich war einmal, parkte ich vor dem Container und ich komme wieder vor unserem Sendestudio und er ist bis oben hin wirklich voll mit Papiermüll. Und diese Penner haben ihn wirklich bis oben hin vollgefüllt. Unglaublich, wünschte ich hätte davon Fotos, ich habe sogar davon Fotos, aber nicht jetzt hier. Irgendwann vielleicht beim nächsten Mal, ja. Aber ich sehe schon, wir verlabern uns hier ein wenig. Aber ich kann dir nur sagen, ich könnte bei diesem Wagen bei illegalen Straßenrennen, zumindest so in der Klasse der landwirtschaftlichen Nutzfahrzeuge und der Baumaschinenfahrzeuge, so ein bisschen mitmachen. Mhm. Aber darum soll es nicht gehen. Wir möchten jetzt natürlich den Gewinner küren in unserer Kategorie Bestes Rennspiel, präsentiert von unserem Giga Play Moderator und der heißt... Gregor Teicher. Wie? Das gibt's doch nicht. Da dachten wir, da wäre der AD eigentlich in einer anderen Kategorie. Naja, kann gut sein, ihr seht euch ja ähnlich. Ist denn Gregor? Kann Gregor mal aufstehen? Wir sind eineige Zwillinge. Kaum zu unterscheiden, oder? Also jetzt mal ernsthaft. Ich bitte euch. Aber die haben fast den gleichen Anzug an, deswegen habe ich so beide verwechselt. Und ich kann jetzt schon gleich sagen, dass wir nachher denselben Fehler nochmal machen werden. Ich weiß es jetzt schon.
Ja. Viel Spaß, Ade. Liebes Gregor, Publikum, Entschuldigung. Der Gregor. Heißt Ade. Ja. Ade, okay. Ade Bovali. Ob so viel Gregor, Zeit muss sein. Nochmal einen richtigen Applaus vielleicht für den richtigen Namen. Ja, lieber Simon, ob Gregor oder Ade, ich habe ja keine hohen Ansprüche an mein Auto. Mir reicht es ja schon. 375er Reifen, 24 Zoll Spinners, vielleicht 4 bis 7 Flatscreen-Monitore drin, eine Spielekonsole und, 2000 Watt Stereoanlage wären auch nicht schlecht. Und 50 PS sind nicht viel, aber es reicht zum Fortkommen. Aber es ist ja so, dass Rennspiele immer wichtiger, beziehungsweise die Grafik immer besser wird bei Rennspielen und man immer sehr viel mehr Anspruch an die Grafik hat und an die Autos, die man da fahren möchte. 400 PS sind ja zum Beispiel nicht schlecht. Und früher waren Rennspiele nicht viel mehr als Pixel, die sich gegeneinander ausgewichen sind, beziehungsweise gegenseitig voreinander ausgewichen sind. Und heute ist es so, dass ohne telemetrische Daten und Renningenieure überhaupt nichts mehr läuft. Da verlässt überhaupt kein Rennspiel mehr seine Werkstatt. Und aus diesem Grund ist es unserer Community auch besonders schwer gefallen, da das beste Rennspiel zu küren. Und das sind die Nominierten. Juiced. Need for Speed Underground 2. Gran Turismo 4. Trackmania Sunrise. Ja, und einen habe ich wohl vergessen, beziehungsweise nicht gesehen. Und ich schätze, es war Burnout 3. Und der Gewinner ist Sony Computer Entertainment. Und der Preis wird abgeholt von Uwe Bassendorf. Ja, herzlichen Dank. Der Giga Games Award ist eine der authentischsten Auszeichnungen, die es in Deutschland zu vergeben gibt. Und wir sind sehr stolz auf diesen Preis. Meinen besonderen Dank möchte ich an unsere Entwickler von Polyphony Digital in Tokio richten. Allen voran Kazunori Yamauchi, den Kreativdirektor von Gran Turismo 4. Vielen Dank dafür. Und da sind wir wieder, während sich Gregor Teicher langsam aber sicher setzt und kommen zu einer ganz anderen Kategorie. Und da muss ich dich auch nochmal fragen, liebe Janaina, was ist ein Strategiespiel? Komm, sag's mir. Es geht um Strategie. Genau, perfekt. Du hast geübt. Gleich werden wir nämlich zur Kategorie Bestes Strategiespiel kommen. Vorher aber müssen auch wir ein wenig werben, denn sonst müssen wir sterben. Aha. Du, wir müssen. Willkommen zurück hier zu den Giga Games Awards 2005. Gleich kommen wir zu unserer dritten Kategorie des Abends, Strategie. Aber davor haben wir einen musikalischen Gast. Und zwar ist das niemand Geringeres als Afrop, den wir eben schon angekündigt haben und von dem wir auch schon gesagt haben, dass er unter anderem auch hier wirklich auf der Games Convention tatsächlich tätig war. Denn er hat die Synchro und sogar ein Musikstück für Getting Up Content Under Pressure von Mark Echo gemacht, der Mann, der sich selbst immer Klamotten sponsert. Finde ich sehr, sehr geil, dass er endlich mal ein Spiel macht und dann eben auch noch sehr, sehr prominent besetzt. Und jetzt hören wir das Lied Ich zähl mein Geld im Keller.
Yeah! Hau rein im Beat! Okay? Der Track heißt Ich zähl mein Geld allein im Keller. Es hört sich im ersten Augenblick ein bisschen komisch an, aber das hat einen ernsthaften Hintergrund, okay? Jeder weiß, wie es ist mit Kohle, Arbeiten und so. André ist 30, 40 Leute, kämpfen genauso hart da dran, es dir wieder wegzunehmen. Das bin ich, Allah. Check mich aus, ich sag, war, ich hab die Tür abgeschlossen. Im Keller. Mann, das Teil fällt mir schwer. Ich zähl mein Geld allein im Keller. Ich bring es nicht einmal zur Bank. Und all die anderen, die reden, können mal kurz die Schnauze halten. Ich rap gerade, okay? Yeah, check das aus, yeah. Ich zähl mein Geld allein im Keller. Ich weiß, es ist eine Sünde. Frag mich nicht, warum. Denn ich hab schon meine Gründe. Bin extrem frustriert und spür in mir keine Liebe mehr. Alles geht den Bach, was ich beginn. Ich mach so viel verkehrt. Ich hab es oft versucht, Vertrauen aufgebaut. Hab sie mir genauer angeschaut. Also viele wurden ausgetauscht. Es geht schon ein paar Seiten an mir, die ich gar nicht mag. Mein ausgeprägtes Misstrauen und ich will da nur verraten. Keiner darf zu nah. Wenn doch, dann ist es klar. Er gehört ja zu dem kleinen Kreis. Der Kleine wird um jedes Jahr. Ich schrieb die Regeln nicht. Habe Rückenwind plus Gegenlicht. Man kracht zusammen, das verwenden sie dann gegen dich. Fernseh sagen mir die Leute, dass in Deutschland nichts mehr geht. Schimpf an meinem Stammtisch über Schrödern, dass der nichts bewegt. Zähl ich dort mein Geld im Keller, zähl ich ganz genau. Zähl ich ganz alleine, ohne Freunde, ohne Frau. Und Mama, ich hab die Tür abgeschlossen. Ich zähl mein Geld allein im Keller. Ich zähl mein Geld allein im Keller. Ich bring es nicht einmal zur Bank. Mein Geld. Yeah. Sogar der deutsche Fußball wurde auf der Welt nicht mehr respektiert. Es fand sich auch kein Bundestrainer für den armen Haufen hier. Alles passt zu meiner Stimmung, wenn ich an meinen Briefkasten gehe. Wenn ich in meinen Briefkasten sehe, da stapeln sich die Rechnungen. Strom, Telefon und ich habe klar ein Handy, ein scheiß Tarif bei Vodafone. Für das Fernsehglotzen, warte mal, zahle ich GEZ und Kabel. Denn sie ist mir zu teuer, ich mache jetzt ein auf Erik Zabel. Miete, Haftpflicht, kranke Kfz-Versicherung. Wenn ich mal was trinken gehe, erfolgt sehr schnell Ernüchterung. Hab DSL zum Ziehen, weil ich mir CDs nicht leisten kann. Ja, mein Arbeitgeber streicht die Weihnachtsgelder, bange um meinen Job. Aktionäre wollen Entlassungen, die Firma sei bankrott. Zum Glück lebe ich alleine, es reicht nach vorne und nach hinten nicht. Manche wollen sich sehen, denen schicke ich es in blinden Schritt. Ja, ich hab die Tür abgeschlossen. Ich zähl mein Geld allein im Keller. Ja, getting up, Alter. Hier auf der Giga-TV oder Giga-Bühne. Ja. Ganz im Computer-Soccer, all over the world, start playing Rollenspiele. Es hält euch nur ab, okay? Yeah! 6 Stunden am Tag zocken ist okay. Ich weiß, von was ich rede, deshalb check mich aus. Check Giga, check mein Track, zähl mein Geld im Keller. Check das Spiel, getting up. Ich bin froh, hier zu sein, danke sehr. Ein Kindheitstraum, Games Convention, yeah! Wow, da kann man nur noch mal klatschen. Das war ja richtig geil und passt natürlich auch wunderbar heute zu unserem Thema. Denn wir haben auch jetzt einen speziellen Gast, genau zu diesem Mann und zu dem Spiel, das er synchronisiert hat. Deswegen den Lutz Andery. Ich hoffe, der Name ist richtig. Und wenn nicht, bitte trotzdem aufstehen. Der müsste hier irgendwo sein. Und da steht er direkt neben mir. Da hast du ja eben sogar mitgekriegt, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, ich verstehe den scheiß Namen nicht lauter. Wie heißt der? Andery? Entschuldigung, das tut mir leid. Aber also erstmal hallo. Du bist der? Oh, jetzt geht's auch noch nicht. Ja, wir warten gerne. Wir können ruhig warten. Ist es denn an? Sekunde, ich check das mal. Ja, es ist an. Hallo? Ja, das war so diese geprüfte... Komm, ich check mal, ob hallo, ich natürlich ich weiß. Hallo, ich check das mal alles. Lutz Andery genau. Ist mein Name. Und du bist von Atari und ich kannst von uns Atari. Was jetzt hier zu Afrop sagen. Und vor allem, wie kam es denn zu dieser seltsamen Konstellation, dass er Getting Up synchronisiert? Ja. Dass er dann schon auch so einen gewissen Style hat. Also durch Mark Echo und durch das Thema an sich...
absolut. Also das Thema befasst dich mit dem Hip-Hop-Bereich und du brauchst jemanden, der eine hohe Kredibilität hat im Hip-Hop-Bereich. Und es war ganz klar für Deutschland der Afrop. Es sind viele Hip-Hop-Künstler, die tolle Musik gemacht haben und der Afrop hat den Hauptcharakter, den Tränen synchronisiert, ist die deutsche Synchronstimme und hat extra einen Song komponiert für dieses Spiel Getting Up von Atari. Kann man vielleicht ganz kurz mal zusammenfassen, um was es in dem Spiel geht? Denn ich habe ja schon gesagt, es ist ein eher ungewöhnliches Spiel. Und Marc Ecko ist ein eher ungewöhnlicher Spieleproduzent, wenn man mal überlegt. Denn eigentlich macht der Mann Klamotten und tausend andere Sachen. Absolut. Lifestyle einfach. Ja, da hast du hundertprozentig recht. Nur dieser Hip-Hop-Markt ist mittlerweile voll entwickelt und da war es einfach mal Zeit, ein super Spiel zu bringen, bei dem du alle diese ganze Hip-Hop-Kultur nachspielen kannst. Das heißt, Graffitis malen, du kannst alles, was verboten ist im wahren Leben, was die Hip-Hopper gerne machen, in dem Spiel nachvollziehen und es kommt super gut rüber. Ja, da habt ihr ja dann auf jeden Fall den passenden Mann gefunden. Ich bedanke mich, dass du trotzdem aufgestanden bist. Ich schätze das sehr und würde sagen, wir kommen jetzt direkt mal, das Mikro kannst du gerne behalten. Danke. Als Trost bei eBay, 100 oder 200 Euro müsstest es dafür geben. Und einen kleinen Applaus, genau, kann man ruhig machen für den Lutz. Und damit wären wir wieder hier. Oh, ja. Das sind meine Schokoladeseiten, weißt du? Die Personenordnung hätte ich beinahe vergessen. Janina, lass uns doch kurz nochmal zurück zum Thema kommen. Strategiespiele. Genau, du wolltest mir das ein bisschen erklären. Und ich frage dich, was ist das Ziel denn von so einem Spiel? Also generell bei Strategiespielen hast du halt die Möglichkeit, diverse Häuser und Minen zu bauen oder Fabriken. Und dann schickst du die Leute da rein, guckst denen dabei zu, wie sie die ganze Zeit für dich ackern müssen. Und wenn sie dir irgendwann auf den Nerv gehen, dann schickst du sie in die Kaserne und schickst den Krieg an die vorderste Front. Das ist Strategie, glaube ich. Also so wenn ich spiele, im vordersten Sinne. Und hast du schon überhaupt sowas geschafft bis zum Ende? Oder? Sag mal so, ich gehe alternative Wege. Ich habe versucht, nach Schweizer Vorbild ein neutrales Land zu schaffen und habe alle Kasernen in Sägewerke umgewandelt und habe dann ein großartiges Fertigbauimperium gegründet, mit dem das ganze Königreich versorgt wurde. Und? Lass mich so ausdrücken, wenn die eine Seite komplett auf Holzfabrik ausgerichtet ist und der Exportartikel des Gegners aus Feuerdrachen besteht. Lass uns einfach zurück zur der Kategorie Bestes Strategiespiel kommen. Präsentiert vom Vater des strategischen Godgames, einer der größten, und das sage ich ganz persönlich und voller Stolz, lebenden Entwicklerlegenden, die wir hier haben. Es ist Mr. Peter Molyneux. Auf die Bühne, Mann! Wow, thank you. Thank you very much. Let me just tell you why I love strategy games. I love them because they just make the rest of the world go dim. And when I'm playing a strategy game, girlfriends don't matter, money doesn't matter, not even going to the toilet matters. I love them. I've loved them ever since I first started playing computer games. Red Alert, Command & Conquer, Age of Empires, Anno 1669, they're all fantastic games, and I'm dying to know who has won the best strategy games from beginning. So let's have a look at the nominations. Act of War, Direct Action. Played it, it's good. Earth 2160, another good game, great graphics. Rome Total War, we spent many hours playing that. Warhammer 40k Dawn of War, no, a lot more hours playing that. Wow, I can't pronounce that one. Oh, Lord of the Rings. Yeah, Lord of the Rings. That is a fantastic game. Played many hours playing that, definitely. And let's have a look at the winner. The winner is, well, my favorite, Battle for Middle-earth. And here to receive the award is Amir, AJ, producer from EA. Congratulations. This is amazing. Thank you very much. This is such a shock. That guy was rapping in German. That's amazing. No, seriously, I need to give credit where credit is due.
This goes to all the great designers, artists, and programmers back home in LA. We are humbled and honored by this. Danke, Germany. Danke, Giga. Thank you very much. Das geht ja runter wie Öl. Endlich dankt uns auch mal einer. Ja, Naina, sage mir bitte eins. Was denn? Wenn du und, wie heißt er nochmal? Giovanni? Wenn du und Giovanni... Giovanni. Giovanni, wenn du und Giovanni daheim sitzt vor dem Fernseher und, ja. Keine Ahnung, du willst MTV gucken und eher Fußball, gibt's da Streit? Nein, weil ich Giga schaue. Nein, es gibt das nicht... Das schaut keiner. Das schaut keiner. Glaub mir. Nee, es gibt keinen Streit. Wir lieben Fußball beide. Ein brasilianisches Model, das Fußball liebt. Es muss schwer für dich sein, Anschluss zu finden, Freunde zu finden, oder? Warum? Wir gehen heute Abend noch aus. Wir beide. Ich sehe es kommen. Aber ich sehe schon, du bist wahrscheinlich vergeben. Ich bin vergeben, ja. Giovanni. Ja. Schön. Ja, heirat und bald, habe ich dir erzählt. Auch schön. Was ist denn deine Lieblingsmannschaft? Um mal wieder über ihn zu sprechen, zur Abwechslung. AS Rom. Was ist deine? Meine? Fluminense. Kennst du? Wie bitte? Ne? Fluminense. Ist das eine Tanzschule oder ein Fußballverein? Aus Rio de Janeiro. Aus Rio. Rio de Janeiro. Yeah. Großartig, hört sich ganz toll an. Und ich habe jetzt was für dich, ich möchte nämlich eine Theorie testen. Ich habe hier einen Briefumschlag für dich, du kriegst kein Wort, aber du kannst es aufmachen und kannst etwas, was sich darin befindet, kurz aufmachen und eventuell sogar in diese Richtung, wo sich auch ein Kollege namens Etienne Gardet befindet, vorlesen. Ich, wie gesagt, das ist nur eine Theorie. Ich halte mich da ein bisschen zurück. Etienne, Roland wird Weltmeister! Ja, Theorie ist bewiesen. Kollege Gardet möchte an der Stelle nur noch mal sagen, saß tatsächlich, während wir alle auf einem gigantischen Eröffnungskonzert der Klassik und der Kultur waren, saß er daheim in seinem billigen, abgehalfterten Hotelzimmer, in dem wir alle sind, und hat tatsächlich das Holland-Spiel 2-2 gesehen. Und deswegen dachte ich nur, wir probieren das einfach mal aus. Es geht nämlich jetzt um eine großartige Kategorie, die natürlich dann die Sportspiele featured. Entschuldigung. Brasilien, aber immerhin gab es was zu lesen. Ich meine, das ist doch auch toll. Wir werfen das einfach mal weg. Und ich kann nur allen Leuten sagen, die vielleicht auch Holland hassen, spielt einfach. Ihr habt von mir die Erlaubnis jetzt, die Partie virtuell nachzuspielen und den Holländern mal so richtig die Knochen aus der Kutte zu treten. Einfach nur als Wiedergutmachung jetzt hier für Jana Ina, die offensichtlich auf Holland steht. Es tut mir leid, ich kann da nichts für. Sie ist ihr eigener Herr. Ist ja dein Problem, was du hier vorliest, ja. Ist es denn letzten Endes nicht das, was Sport tatsächlich ausmacht, Leute mal richtig schön zu Klump treten zu können? Haben wir nicht eine Kategorie jetzt? Oh, ich will doch nur, ich will ein bisschen Gewalt von dir. Ich will Spannung, ich will Gefühle, Emotioner, oder wie das heißt. Ich mache dich fertig mit einem Satz. Das glaube ich dir auch. Ich komme aus Brasilien. Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos, Robinho, was willst du mehr? Also, nächste Kategorie wird hier vergeben von einem E-Sportler. Ja, von dem Sportlichsten, was wir haben, von dem Sportlichsten, was unsere E-Sport-Redaktion zu bieten hat. Und das ist ein Mann, den die ganze Welt nur Budi nennt. Wie heißt er? Daniel Budimann. Tja, da bedanke ich mich doch erstmal. Simon, Janina, es ist sehr amüsant, gerade dich, Simon, zu sehen, wie du versuchst, die Janina anzugraben. Nichtsdestotrotz muss ich doch mal als Gamer zu etwas Ernsterem kommen. Denn auch wenn heutzutage eigentlich jedermann weiß, dass Computer und Videospiele die absolute Zukunft des interaktiven Entertainments ist, haben wir Gamer nach wie vor mit bösen Vorteilen und Vorurteilen zu kämpfen. Natürlich, wir Gamer sind aufgrund unserer antrainierten Fingerfertigkeit allesamt potenzielle Chirurgen. Auch der Straßenfeger wird durch unsere verbesserte Reaktionsfähigkeit wesentlich sicherer. Aber dennoch gibt es böse Zungen, die eventuell Gamer lediglich als sofaliebende, unbewegliche und auch unsportliche Kartoffeln bezeichnen. Das finde ich gemein, denn ich muss gestehen, auch ich und ich denke auch der absolute Großteil der Gamer, ich habe eine sehr enge Beziehung zu flauschigen Sofas, so. Auch eine körperliche Beziehung zu warmen Kissen. Aber die Anschuldigung, dass wir Gamer unsportlich sind, das möchte ich hier und heute dementieren.
Wir Gamer sind nämlich diejenigen, die sozusagen gleichzeitig alle Sportarten, das heißt Fußball, Tennis, Basketball und noch viele andere, mehr oder weniger gleichzeitig spielen, trainieren und lieben. Alles per Knopfdruck. Ja? Die Definition von Sport ist ja eigentlich eine perfekte Mischung aus strategischem Denken und der körperlichen Verausgabung. Sportlich und strategisch wollen wir unseren Gegner besiegen und spielerisch lernen wir die Taktiken dabei. Was die körperliche Verausgabung dabei angeht, naja, haben Sie schon mal einen Gamer eine Walnuss zerknacken sehen? Wir haben starke Hände. Wir haben unter extremen Schmerzen unter Daumen und Zeigefinger die sportlichsten Videospieltitel getestet und mithilfe unserer Community die besten 5 Sportspiele herausgefiltert. Die Nominierten für die Kategorie Beste Sportspiel sind... FIFA Football 2005. Pro Evolution Soccer 4. NBA Street V3. Tony Hawk's Underground 2. And last but not least, Mario Power Tennis. Allesamt wunderbare Spiele und hiermit verkündige ich den Gewinner der Kategorie Beste Sportspiel. Und zwar ist das Pro Evolution Soccer 4, präsentiert von Wolfgang Ebert, den Europe Public Relations Manager von Konami. Ja, klasse. Vielen, vielen Dank, sage ich gleich mal als allererstes noch mitten in die Fanfare rein. Virtueller Fußball, das ist vor allem ein Zweikampf. Und ich bin absolut stolz und glücklich, dass wir hier gewonnen haben, dass ihr uns gewotet habt, dass wir von Konami das in euren Augen beste Fußballspiel an Konsole und an PC haben. Ich lade euch alle herzlich ein. Morgen am Samstag auf der Gamescom Convention ist das Finale der Pro Evolution Soccer League, die 16 besten Spieler von unseren ganzen Meisterschaften aus tausenden von Spielen zocken an unserem Konami-Stand. Da sind dann die absoluten Cracks zu sehen. Guckt euch an, was die können. Guckt euch noch was davon ab sozusagen. Habt vor allem viel Spaß mit dem Spiel. Danke. Also, da freut sich Giovanni. Der spielt das Spiel jeden Tag stundenlang. Das wird ja langsam aber sicher für eine Werbeveranstaltung für ihn. Irgendwann müssen wir es einblenden. Noch 3 Erwähnungen hast du frei. Ja. Ich bin gespannt. Aber kommen wir zu was ganz anderem. Kommen wir zu einem weiteren wissenschaftlichen Experiment. Du musst jetzt einfach mal so tun, als ob du eine Holde Maid wärst und ich versuche, dich zu bezirzen und vor allem ganz wichtig auch, dir was mitzugeben für dein Leben. Ja? Okay. Aha. Ich bin Tarion Pendragon, Nekromant und Schattenreiter, der Kinder der schwarzen Sonne. Und ich brauche die Hilfe beim Ritual zur Beschwörung der Mächte der Finsternis, manifestiert in der Ankunft des gehörnten Fürsten. Hallo? Hilfst du oder hilfst du nicht? Ja, ich helfe gerne. Ist ganz simpel. Ich brauche nur eine Jungfrau für ein Ritual, das sehr, sehr intim ist. Das können wir nicht hier machen, aber ich würde auch ein Date akzeptieren oder einfach Telefonnummer, dann machen wir das. Das ist sehr egal, machen wir irgendwann. Liebe Kollege, ich fürchte, du wirst da leider weitersuchen müssen. Naja, vielleicht irgendwann explodiert bei Giovanni die PlayStation 2 und das alles sieht wieder anders aus. Ich bin gespannt, wir warten ab. Aber jetzt, um wieder zum Thema zu kommen, hast du mit Rollenspielen was am Hut, also am PC? Nein, noch nie probiert. Warum? Also nicht so dein Ding? Ja, weil meine Kollegen nämlich, und die sitzen auch, ich schaue gerade, wo genau die wichtigen Menschen sitzen, die ich meine, die haben sich gut versteckt. Obwohl der eine riesig ist und eine Glatze hat, der ist leicht zu finden, aber ich sehe ihn gerade nicht. Tatsache ist, da hinten ist er. Und zwar habe ich mithilfe zweier Praktikanten, die sich geschickt als Bürostuhl getarnt hatten, habe ich einen Dialog abgeschrieben oder abschreiben lassen, den dieser Kollege mit dem Kollegen Wonzok geführt hat. Und hier gebe ich dir deinen Part. Und den müssen wir kurz mal auswendig, nicht auswendig, sondern einfach nur ablesen. Und das ist wirklich kein Scheiß, ein typischer Dialog, der echt so auch stattgefunden hat. Und ich fange an. Hey, Jana, Ina,
Weißt du eigentlich, ob Improved Counterspell bei Instant Earth Shocks die komplette Nature Spell Linie von Charmy silenced? Keine Ahnung, aber wenn der Grounding Totem hat und du nicht gerade Fire Crit Spec bist, hast ohne Polymform selbst mit Instant Biro eh keine Chance. Was habe ich gesagt? Ein paar extreme Nerds haben verstanden, um was es ging, und ich kann nur sagen, wenn jetzt jemand hier grinst oder klatscht, niemals mit ihm ausgehen. Da kommt nichts Gutes bei rum. Die sind World of Warcraft süchtig, zumindest ein bisschen. Aha. Jetzt kommen wir aber zur fünften Kategorie, ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, Rollenspiele. Und die wird präsentiert vom Chefredakteur des Spielemagazins GamePro, und der heißt André Horn. Ja, Rollenspiele sind mein Lieblingsgenre, und ja, vielleicht bin ich damit Nerd und ich habe auch verstanden, was ihr eben gesagt habt. Warum sind Rollenspiele mein Lieblingsgenre? Weil sie genau das verkörpern, worum es für mich bei Spielen geht, nämlich ganz simpel eine Rolle zu spielen. Und die großen Vorteile meiner Meinung nach von Rollenspielen sind, es hat immer sehr komplexe Geschichten, interessante Charaktere. Rollenspiele sind außerdem immens viel Spaß fürs Geld. Also die können auch gerne mal 80 Stunden dauern, was in Zeiten der 10-Stunden-Spiele, denke ich mal, ein großer Vorteil für alle ist, die vielleicht nicht ganz so viel Geld für Spiele ausgeben können. Und sie sind ein sehr globales Phänomen. Also es ist mal eine Kategorie, die sowohl in Japan als auch im Westen phänomenal erfolgreich ist und auf Konsole und PC ganz unterschiedliche Kulturen hervorgebracht hat. Jedes Jahr erscheinen neue Highlights, 5 davon sind hier nominiert, und das sind sie. Fable. Guild Wars. World of Warcraft. Vampire the Masquerade Bloodlines. Und Star Wars Knights of the Old Republic 2. So, gewonnen hat, ich habe da so meine Vermutung, World of Warcraft von Blizzard. Ich möchte gerne Elliot Shin auf die Bühne bitten, Associate Producer vom Spiel. That's an awesome award. Thank you very much. But our World of Warcraft German Community Manager is here with me, and Mark Olberts, and he'd like to say a few words first. Also ich mache das Ganze dann mal auf Deutsch. Erstmal danke an amerikanischen Kollegen, vielen Dank an alle, an die komplette Community, an die deutsche Community vor allen Dingen, an alle Spieler. Trotzdem noch auch nochmal an Giga und trotzdem nochmal Grüße an die Entwickler in Amerika und vor allem das Blizzard Europe Team. Danke. Ich sag dann halt von wegen, ja, ich gebe dann das Kommando. Oh, da ist... Sorry, I just wanted to say a few quick words. There were some great games up there that were nominated, so it's an awesome privilege, and we're really honored to have won that award in such a great category with so many great games. And thank you so much to Giga Games and to all of our fans in Europe and Germany. Thank you. Werbung. Da sind wir wieder. World of Warcraft, ein Spiel, was ich Giovanni durchaus empfehle. Dann wird vielleicht demnächst ein bisschen Zeit frei, aber ganz im Ernst, ist echt ein geiles Teil, und hast gesehen, unglaublich viele Leute mit zu langen Wochenenden hier. Nerds, ehrlich. Nerds, Nerds, Nerds. Wer das habe ich hier nicht beigebracht. Ich habe damit nichts zu tun. Wirklich. Das kam jetzt von ihr. Ich meine, es ist eine gut aussehende Frau, die sowas sagt. Ja, das hört man ja oft zu Leuten, die halt nur spielen. Aber also, es ist unvermeidlich, aber ich muss es fragen. Was ja? Sagt dir Hot Coffee? Heiße Kaffee. Lecker. Kaffeekuchen? Kaffeekuchen unter anderem, ja, aber eigentlich was komplett anderes. Zumindest die meisten Leute da haben es schon tausendmal gehört, wissen genau, wovon ich rede. Aber wenn du es nicht weißt, dann erzähle ich es dir gerne. Und zwar gibt es da so eine, Werbung. Da werde ich einfach so unterbrochen. Gut, nee, dann höre ich jetzt auch auf, wir machen kurz Werbung. Danach gibt es aber das großartige, die großartige sechste Kategorie, das beste
Actionspiel und da wird's richtig, richtig kaffeelastig und sehr, sehr heiß. Herzlich willkommen zurück zu den Giga Games Award 2005. Ja, das ist ein tosender Applaus, der uns hier erwartet. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und wir sind zurück bei der 6. Kategorie Bestes Actionspiel. Genau, wir waren beim Kaffeekuchen. Hot Coffee, genau. Ja, okay. Da hat es nämlich was wirklich sehr, sehr Lustiges eigentlich auf sich, was die meisten, wie gesagt, auf der Games Convention schon kennen, denn es hat große, weite Wellen geschlagen. Und zwar, da gibt es ein Spiel, ich will seinen Namen nicht nennen, GTA San Andreas, und da spielst du einen Killer, einen Massenmörder, der absolut alles umfährt, was irgendwie in seinem Weg ist. Ein Drogenhändler, einen prostituierten Schreck, ein Amokläufer. Oh Gott, also nichts für Kinder oder was? Nein, spielst du ab 17, kein Problem. Aber jetzt kommt's. Da hat nämlich jemand sehr, 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 sehr Einsames die Hot Coffee Mod erfunden. Und ab da hat sich ein bisschen was geändert. Ab da gab es nämlich eine Welle von Hillary Clinton bis zum US-Repräsentantenhaus und ab dann hieß das Teil plötzlich nur noch ab 18. Das heißt, sie haben ein Jahr draufgeschraubt, wegen dieser etwas speziellen Mod. Oh Gott, und was ist denn alles da passiert? Ja, es ist schwer zu beschreiben, es ist auch, ist nicht so mein Metier, ich bin da nicht für so Anspielungen und sowas zu haben, aber wir haben lange überlegt, ob wir sie zeigen sollen. Aber du weißt, wie es ist, Fernsehen, wir sind rechtlich belangbar und alles. Wir haben Kinder hier. Kinder, genau, wir haben ganz, ganz, ganz viele Kinder im Moment hier. Gerade hier so bei den Gästestühlen sitzen viele Menschen, die Kinder geblieben sind. Nein, aber Tatsache ist, dann ist uns irgendwie, wir sind so eingekommen, dann ist uns aufgefallen, dass wir als Privatfernsehen ohnehin kein Gewissen haben und auch dazu verpflichtet sind, kein Gewissen zu haben. Deswegen jetzt bitte ganz schnell ab. Die Hot Coffee Mod. Ich bleib so stehen. In Amerika ist sowas möglich. Ich kann nur sagen, bei der nächsten Starbucks-Bestellung auf jeden Fall besser aufpassen. Gerade du solltest da wirklich schauen. Manche meiner mich ewig missverstehenden Kollegen, die alle da hinten sitzen, würden vielleicht sagen, ich würde mir eine Hot-Coffee-Mod für ein ganz besonderes Spiel namens Halo wünschen. Aber die haben einfach keine Ahnung und wissen ohnehin nichts. Kommen wir zur 6. Kategorie, dem besten Actionspiel. Präsentiert vom größten Kaffee-Fetischisten, den wir finden konnten, dem Chefredakteur der GameStar. Gunnar Lott. Vielen Dank für diese Anmoderation. Da kann man sich ja noch so viele Laudatios überlegen. Wenn man so anmoderiert wird, steht man irgendwie in einem komischen Licht da. Zumal Action das Genre ist, wie wir gehört haben, das nur richtige Männer spielen, was mich jetzt natürlich schon wieder einigermaßen okay da anstehen lässt. Außerdem bin ich besonders stolz, dieses Genre ansagen zu dürfen, weil das ist das Genre, das 50% der GameStar-Leser als ihr Lieblingsgenre bezeichnen. Das ist wenig überraschend bei einer zu 96% männlichen Leserschaft. Naja, generell bleibt das natürlich nur so, dass mit dem Lieblingsgenre, wenn auch immer wieder Topspiele rauskommen, um das am Leben zu halten. Und unter den Topspielen des letzten Jahres waren diese 5. Das sind die Nominierten. Counter-Strike Source. GTA San Andreas. Darüber haben wir ja schon ein bisschen was gehört. Battlefield 2.
Unreal Tournament 2004. Und Half-Life 2. So, und jetzt wird's spannend. Der Gewinner ist Battlefield 2. Ich bitte auf die Bühne Peter Larsson von EA. Ah, sehr geil. danke in erster Stelle an alle, die Zuschauer von Giga, alle, die mitgemacht haben in der Giga-Community und da mitgemacht hat in der Abstimmung. Sehr, sehr viel Danke von uns bei EA Deutschland an die Kollegen in Schweden und Kanada bei Digital Illusions und dann so Special Mention zu den Jungs bei BF2 News in der Community. Ihr seid den Besten. Danke. Schön. Es werden immer weniger, die Zeit wird immer knapper und wir haben gar nicht mehr so viele Kategorien, die zu vergeben sind. Und kommen wir deshalb jetzt ganz schnell zur, ich glaube, mittlerweile siebten Kategorie, nämlich das beste Handheld-Spiel. Und da brauche ich ein neunteres Mal deine Fantasie, Janine, ne? Deine gigantische, schöne Fantasie. Man kann sie nicht hören. Nachdem, was ein kleiner Applaus für die Mikrofone. Auch die haben einen harten Job, ich bitte sie. Also, ich wollte sagen, nach dem, was wir hier gesehen haben, ich bin voller Fantasien. Voll mit Fantasie, dann hoffe ich, kann ich dich jetzt endlich mal auf einen Ritt mitnehmen. Ja. Und zwar einen Ritt der Fantasie. Ihr braucht da gar nicht so blöd zu lachen, ihr da hinten. Ich weiß, wo ihr wohnt. Also, stell dir vor, einsame Insel, ein Tag am Strand. Aha. Wir sind da ganz alleine auf dieser Insel. Ach, nur schwimmen, wir beiden. Ja, schwimmen. Ja. Nackt. Was? Wir sind da alleine, kein Problem. Wir schwimmen also nackt, so wie Gott dich schuf. Und, und wir schwimmen unter anderem auch mit zahmen Delfinen, ist mir gerade eingefallen. Ach, schön. Und die Sonne geht unter, wir haben Pina Colada in der Hand. Simon, woher haben wir Pina Coladas auf einer einsamen Insel? Die war in der Pina Colada-Kiste, die der Delfin mitgebracht hat. Ah, klar. Aha. Ja, und die Frage ist natürlich, was tun wir jetzt? Was würdest du denn gerne tun? Pina Colada trinken. Ganz viel? Ja. Sehr gut. Und danach würde ich sagen, starten wir ein richtig schönes, romantisches, sanftes, manchmal aber auch ziemlich hartes Mario Kart DS Wireless Link. Oh, ich kann es gar nicht zu Ende führen, so... Ja, du weißt, was ich meine. Du weißt, was ich brauche. Ja, ich weiß, was du brauchst. Du weißt ja, wie es ist. Kein Strom. Kein Strom auf der ganzen Kackinsel. Und deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als die folgende Kategorie, das beste Handheld-Spiel anzukündigen. Präsentiert von unserem Giga Games Moderator und Hauptdarsteller des Kurzfilms Solo für Max, Ade Adebowale, der da vorne sitzt mit seinem schönen blonden Haar. Du darfst ruhig aufstehen. Der AD ist ein bisschen blass geworden über die Tage. Nein, natürlich ist die Rede von Gregor Teicher, unserem Play-Moderator, der vorhin schon in einer anderen Kategorie hätte dran sein müssen. Ja, schönen guten Abend erstmal und vorher noch ein persönliches Wort vielleicht an AD. AD, ich habe mir eben darüber Gedanken gemacht, über die ganze Geschichte und mal geschaut und uns beide angeschaut und ich glaube wirklich, unsere Eltern verheimlichen uns da irgendwas. Und wir sollten nochmal drüber nachdenken. Kommen wir jetzt aber zu der Kategorie, habt ihr gehört, bestes Handheld-Game oder Sie haben es gehört, wir haben ja auch Leute da, die ich nicht duzen, bislang zumindest noch nicht, das Ganze heute Abend noch ändern. Handhelds sind natürlich der Kult schlechthin, denn man kann sie überall mitnehmen, man kann sie in der Bahn spielen, beim Arzt im Wartezimmer, man kann sie bei der Autofahrt spielen, wenn man auf dem Beifahrersitz natürlich sitzt und nicht am Fahrersitz und. Ein Kult, der immer größer wird, der auch mich ergriffen hat, als ich einst ein Jüngling war von vielleicht 12 Lenzen und die ersten Telespiele damals noch mit LCD-Display in der Hand hielt. Und die aufklappbaren gab es dann auch noch, die einen oder anderen werden sich noch erinnern. Donkey Kong gab es da. Ich hatte eins, das ging sogar dreimal aufklappbar.
Das war Rabbitop, falls das jemand kennt. Tolles Spiel, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ein Trend, der mit Nintendo DS natürlich noch größer geworden ist und mit der PSP, die natürlich jetzt am 1.9. auch dann endlich in Deutschland erscheinen wird, sicherlich nicht enden wird, sondern einen weiteren Höhepunkt erleben wird. Und ein Ende ist einfach nicht abzusehen. Aber es habt auch jetzt schon in diesem Jahr sehr, sehr großartige und gute Spiele und die 5 nominierten Spiele sind jetzt hier. In der Kategorie Bestes Handheld Game. Final Fantasy 1 und 2 Dawn of Souls. Splinter Cell Chaos Theory, ebenfalls nominiert in der Kategorie Bestes Handheld Spiel. Super Mario 64 DS für den Nintendo DS mit der völlig innovativen 3D-Technologie. Erstmals auf einem Handheld. WarioWare Touched. Eine Kollektion von vielen kleinen Minigames, die man spielen kann. Stundenlanger Spielspaß garantiert, auch bei diesem Spiel. Und natürlich noch The Legend of Zelda Minish Cap. Und der Gewinner in der Kategorie Bestes Handheld-Spiel in diesem Jahr ist Zelda Minish Cap. Und dazu darf ich auf die Bühne bitten, den Geschäftsführer von Nintendo Deutschland, Bernd Farkas. Danke, 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 liebe Zelda-Fans. Danke, liebe Nintendo-Fans. Und ich habe gehört, da sind einige hier im Raum. Und vor allem euch. Ja, genau, das ist ein Applaus wert. Und danke euch Giga-Fans und Videospielfans. Das sind die Momente, von denen wir leben. Nämlich, wenn wir Preise kriegen, echte Preise von den Fans. Das ist wirklich super, das macht einfach Spaß. Und diesen Preis will ich natürlich widmen zwei Personen sozusagen. Einmal natürlich unserem in Zelda Minish Cap ganz, ganz kleinen Link, der absolut... der einmal mehr groß rausgekommen ist und natürlich dem Urvater von Link, Erfinder Shigeru Miyamoto, auch dem Erfinder übrigens von Super Mario, was ihr hier gerade so beklatscht habt. Und ich kann dir versprechen, Simon, wenn du es schaffst, deine charmante Partnerin auf eine einsame Insel zu kriegen, dann kriegst du ein DS hinterhergeschickt mit Mario Kart. Okay, dann kannst du wireless spielen. Ich. Und ich krieg nix, oder was? Ist doch egal, ich krieg einen Gameboy. Frau, jetzt spiel mit. Es ist unglaublich. Alles müssen die einem kaputt machen. Ja. Aber ich find's schön, was es hier so tatsächlich für Schlagnamen gibt, die man einfach nur nennen muss. Okay, dann kannst du wireless spielen. Ich. Und ich krieg nix, oder was? Ist doch egal, ich krieg einen Gameboy. Frau, jetzt spiel mit. Es ist unglaublich. Alles müssen die einem kaputt machen. Ja. Aber ich finde es schön, was es hier so tatsächlich für Schlagnamen gibt, die man einfach nur nennen muss und schon wird geklatscht. So. Hideo Kojima. Ja, finde ich schön. Macht immer wieder Spaß. Könnte ich den ganzen Abend machen. Aber wir haben leider keine Zeit, denn wir müssen zu einer weiteren Kategorie kommen. Der 8. Kategorie, bestes Gamecube-Spiel. Und sowohl du ahnst, was ich gleich fragen werde, und ich ahne auch, was du gleich antworten wirst, denn hast du schon mal Gamecube gespielt, Janaina? Ja klar, Mario Kart mit dem Carsten, das macht Spaß ohne Ende. Also ich muss zugeben, ich hätte jetzt natürlich wieder das G-Wort erwartet. Und damit meine ich nicht Giga Games, sondern Giovanni. Aber mit Carsten, aha, mit Carsten Konze. Das ist der nette, adrette Mann direkt neben Ade Adebowale und Nils Bamschroff. Da in der Mitte sitzt er. Und der lässt mich immer zocken da. Der ist ganz lieb und ganz nett man zu mir. Man sitzt aber auch ganz schön eng zusammen in diesen Karts, oder? Sondern vielleicht mal, soll ich mal Giovanni anrufen? Eventuell, ich habe die Adresse von Kollege Konze. Kein Problem, ruf mich an. Wo ist er denn? Giovanni, schreib mir eine Mail. Wird vielleicht unten jetzt eingeblendet. Ja. Egal, wir haben nicht viel Zeit, deswegen ganz schnell. Ich muss dazu sagen, bei uns ist Gamecube halt auch absolut... im Moment eigentlich die Top-1-Konsole, zumindest in den Redaktionsräumen, da schallt es dann des Nachts immer aus, sogar aus den Chefbüros. Und da sitzt der Chef, wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht, ich will ihn noch gar nicht sehen. Sitzt der Chef die ganze Zeit vor dem Cube und zockt wie ein Blöder und arbeitet sehr, sehr, sehr hart
will ganz ehrlich sein, bei uns wird nicht viel gespielt. Nö. Nee, wir haben da nicht. Bei das euch ist nur gearbeitet. Das ist nicht unser Metier. Aber das ist das Traurige am Spaßigen von Nintendo-Spielen, dass es eigentlich eine Menge Spiele gibt. Es gibt alle Genres und Tausende an verschiedenen Titeln dafür. Aber jeder denkt halt immer nur an die typischen, an Mario, Yoshi, Link oder auch Nintendos bisher besten Charakter, Wario. Er ist so böse, der hat ein W statt einem M und er steht auf Geld. Das musst du dir mal reinziehen. Ich würde sagen, das wird hoffentlich Resident Evil 4 ändern, jetzt im Laufe der Zeit und dann auch für die PlayStation 2, wobei die ja nicht das Problem hat. Aber kommen wir trotzdem jetzt zu dieser Kategorie Bestes Gamecube-Spiel und die wird präsentiert von unserer neuen Mario-Schildkröten mit den Zähnen zerreißenden Frau bei Giga Games. Und die heißt... Vio! Oh, ich glaube, ich muss das Mikro mal etwas absenken. Ja, wer an den Gameboy denkt, der denkt natürlich sofort an Nintendo. Und wer an Nintendo denkt, der denkt an wen? An Mario. Wir haben ihn eben schon gesehen. Mario Kart ist bei uns zumindest in der Redaktion eins der favorisierten Spiele schlechthin. Und dieser kleine Klempner, man möchte fast sagen, er ist wahrscheinlich berühmter als Jesus und Elvis zusammen es je sein werden. Aber man muss halt auch immer daran denken, was Simon eben schon erwähnt hat, es ist nicht so, dass Nintendo auf seinem Gamecube nur lustige Partygames hätte. Es mag manchmal, in Vergessenheit geraten, neben diesen ganzen quietschbunten und fröhlichen Games, die wir alle sehr lieben und wofür der Gamecube quasi steht, doch man muss auch daran denken, es gibt so viele, ich sag jetzt mal, ernsthafte Spiele, die auf dem Gamecube erst richtig Spaß machen. Denn er muss sich wirklich vor keiner anderen vor keinem anderen System verstecken. Denn in seiner Eigenart, wie er Grafik brillant darstellt, das muss man einfach mal sagen, machen manche Spiele erst wirklich richtig Spaß. Und deswegen würde ich sagen, ist es uns eine besondere Ehre, in dieser Kategorie 5 Spiele vorzustellen, die alles andere als Partygames sind. Hier sind die Nominierten in der Kategorie Bestes Gamecube-Spiel. Tales of Symphonia, jetzt geht's. Und Metroid Prime 2. So, das waren die Nominierten. Und der Gewinner ist Resident Evil 4 von Capcom. Darf ich begrüßen Keiji Inafune. ゲームキューブでたくさんいいゲームがある中でですね、このレジェンドイーブルが選ばれたことはすごく嬉しいことでですね、日本でいる三上真司も喜んでると思います。どうもありがとうございました。ダンケ。 Wow. Ich glaube, das kann man in der Post-Production noch übersetzen, aber ich habe natürlich eine Ahnung, was er gesagt hat. Er bedankt sich auf jeden Fall bei allem und bei Giga Games. Die beste Sendung, hat er gesagt, die es jemals im deutschen und im weltlichen Fernsehen gegeben hat. Nett, danke. Inafune-san, danke, danke. Da freut er sich. Kommen wir aber zur nächsten Kategorie, nämlich dem besten Xbox-Spiel. Und da habe ich eine wirklich gigantische Anekdote, die genial ist, weil sie tatsächlich so on air ging. Hast du die erste Giga Games-Sendung eigentlich gesehen? Nein, Simon, sorry, okay. Habe ich nicht. Warum? Das kam mir jetzt ein bisschen zu lapidar. Ist nicht so dein Ding? Okay, gut. Ja, wir hatten da Redakteure. Geile, männliche Redakteure, ja, die alle halbnackt da saßen, so wie Gott sie geschaffen hat. Und die haben, die waren aus der Spielebranche und haben, sag ich mal, ihre Hefte vorgestellt. Unter anderem hatten wir da auch Fabian Döhler. Und ich habe, glaube ich, noch ein AAA von ihm, ein altes, alkoholisiertes Archivbild. Vielleicht können wir das einfach mal kurz zeigen.
damit man auch sieht, was für ein Mann dieser Mensch ist. Da sehen wir ihn, es ist der nette junge Mann mit den 68 Zähnen im Gesicht. Da oben links, vielleicht, haben wir noch ein zweites? Ich glaube, wir haben noch ein zweites, oder? Ja, auch da unten links ist er. Das ist, glaube ich, auf der Wiesen. Ein Mann, der jede Menge Spaß versteht, dumm war nur, er hatte an diesem Tag den Dummy seines ersten, der ersten Ausgabe des offiziellen Xbox-Magazins dabei. Ja. Und das Problem war, die Xbox war zu diesem Zeitpunkt total neu. Niemand durfte wissen, wie die aussieht. Es war topgeheim weltweit. Ja. Dieser Mann hat aber auf dem Cover des offiziellen Xbox-Magazins natürlich, und damit gehe ich in die Knie, natürlich dass die Konsole als Ganzes abgebildet. Durfte sie natürlich nicht zeigen. Hat er auch perfekt gemacht. Das Problem ist nur, er hat sie, um die Leute ein bisschen zu ärgern, ständig hat er das vor sich gehalten. Und ich will das jetzt hier mal zeigen anhand von diesem Untold Legends. Stellt euch einfach vor, das wäre die Xbox. Und er hat das dann, das ist das Cover, so gehalten, nichts ahnend, dass hier die komplette Xbox sogar ohne irgendwelche Titel, sondern richtig schön in der kompletten Hi-Res-Optik auch drauf war und hat es nicht gehabt. Und hat die ganze Zeit wirklich so, oh, so sieht's aus, und die ganze Zeit sieht man diese bescheuerte Xbox und du kannst dir auch nur annähernd vorstellen, was da passiert ist. Ey, gab es Ärger oder wie ist das gelaufen? Lass es mich so ausdrücken, für kurze Zeit, und das ist kein Scheiß, haben sich ein paar Mitarbeiter von Microsoft USA sehr, sehr gewundert, was für seltsame Sachen die Crowds da schon wieder gemacht haben. Und es gab letztendlich zum Glück keinen Rausschmiss, auch wenn der Mann heute ganz woanders arbeitet. Ich glaube, Atari, ich weiß es nicht genau. Na, Sega jetzt, nein, die wechseln ja immer alle 5 Sekunden. Sega. Aber wir müssen jetzt noch ganz schnell zu der Kategorie kommen. Bestes Xbox-Spiel und unser Laudator. Nein, liebe Regie, ich glaube, wir müssen jetzt zur Werbung kommen. Schade, dann können wir gar nicht zum Laudator kommen. Das gibt's aber gleich. Die Werbung zerreißt uns aber auch heute hier ganz schön. Da bin ich jetzt ein bisschen sauer. Ja, gleich geht's weiter. Dann erzählen wir die ganze Geschichte nochmal, damit ihr sie nochmal hören dürft. Vielleicht machen wir aber auch einfach nur weiter mit dem Laudator. Gucken wir mal. Werbung. Willkommen zurück bei den Giga Games Awards. Und wir sind bei der 9. Kategorie, das beste Xbox-Spiel. Und wir machen da weiter, wo wir vorhin aufgehört haben, nachdem wir, ich finde, sehr, sehr nett erklärt haben, was man mit Xboxen so alles richtig und falsch machen kann. Unser Laudator für die Kategorie bestes Xbox-Spiel hat mit der Geschichte, die wir erzählt haben, zwar nicht das Geringste zu tun, aber gehört immerhin noch zum Gründungsmitglied von Giga Games. Das ist Carsten Konze, er sitzt da vorne und er wird, glaube ich, gleich jetzt da hochkommen und sich sehr freuen. Ja, lieber Simon, ich danke dir für diese grandiose Überleitung, denn du hast mir gerade einen solchen Ball zugespielt. Besser kann ich den eigentlich nicht verwandeln. Ja? Ich möchte die Geschichte ganz kurz zu Ende erzählen. Die Simon gerade ausgeführt hat, es geht um die Xbox, die bei uns das erste Mal zu sehen war. Und ich hatte wohl was damit zu tun, lieber Simon. Denn eine Woche später, ja, nachdem das passiert ist, war Boris Schneider-Johne, a.k.a. The Playmobil-Männchen, bei uns in der Sendung. Ja, und wir sind so ein paar Comments durchgegangen. Danach sind wir ein paar Mails durchgegangen und wir haben Fragen durchgeschaut von Community-Leuten. Und ja, plötzlich tauchte in einer E-Mail, die ich geöffnet habe, ein Bild auf. Mit dem Text, wir wissen doch eh schon, wie sie aussieht. Wir haben sie doch letzte Woche bei euch gesehen. Ja, und Boris Schneider-Johne entdeckte dieses Bild und sagte nur, was ist das? Was ist das denn? Ja, das ist die Xbox. Und ja, es gab tatsächlich ein wenig Ärger, um nochmal zu der Geschichte zurückzukommen. 2000, bitte. Dein Mikro ist aus, deswegen mache ich einfach weiter. 2002, ein großes Jahr für Microsoft. Die Xbox kam hier in Europa auf den Markt und hat sich tatsächlich wirklich sehr gut etabliert hier in Deutschland. Ich danke auch allen Microsoft-Leuten, dass sie den zweiten japanischen Controller endlich hier eingeführt haben, der mir und vielen anderen auch wesentlich besser gefallen hat. Und jetzt kommen wir zu den Spielen, die es wirklich zahlreich gibt auf der Xbox. Und hier kommen die Nominierungen. Applaus
Halo 2. Fable. GTA San Andreas. Splinter Cell Chaos Theory. Und zuletzt Burnout 3 Takedown. So, liebe Freunde, the winner is, wer hätte es gedacht, Halo 2. Und ich bitte auf die Bühne Pamela Liebhardt. Vielen Dank, liebe Gamer, im Namen von Microsoft und den Bungie Studios für diesen großartigen Preis. Wir sind ganz besonders stolz drauf, weil das Wettbewerbsumfeld war hart. Es gab viele tolle Xbox-Spiele dieses Jahr. Ich werde diesen Preis an Bungie weitergeben und drücken wir die Daumen, dass Bungie weitermacht und für die Xbox 360 vielleicht irgendwann eine Fortsetzung von Halo bringt. Also bis bald dann hoffentlich auf der Xbox 360. Vielen Dank, ciao. Wir sind gleich wieder dran, sagt er ganz hastig ins Mikrofon. Dabei ist er schon längst drauf. Hallo zurück hier in unserem kleinen Kreis der Liebe. Auch wenn es im Moment der Kreis der Eigenliebe ist, wenn ich mal da dich so ein bisschen... Egal, bin ich hier allein daheim. Heute die 10. Kategorie, bestes PlayStation 2 Spiel. Da freue ich mich auch sehr drauf, denn man liest es ja immer wieder, du wahrscheinlich auch, ständig. Erfindungen aus Raumfahrt oder aus Militär, die es dann irgendwie in den normalen Haushalte schaffen, Teflon, Pfannen, was gibt's noch, Mikrowellenherde und diesen Stift, der nach oben schreibt. Unglaublich. Der Kuli, der nach oben schreibt. Stift, der nach oben schreibt? Ja, ein Kuli. Aus der Wofür braucht man einen Stift, der nach oben schreibt? Damit du zum Beispiel im Bett verkehrt herum... Ich weiß es nicht. Im Weltall braucht man den und den hat man hier gekauft. Der ist sauteuer, ich habe zwei davon. Noch Fragen? Ja, dachte ich mir. Und im Jahr 2000 hat die amerikanische Sicherheitsbehörde irgendwann herausgefunden, ich weiß nicht, wie sie das ausgerechnet haben, dass man mit 12 bis 15 PS2s, da ist man sich offensichtlich nicht ganz sicher, kommt wohl auch auf die Engine und Ähnliches an, dass man damit unbemannte Bomber steuern kann. Und da gab es dann auch wieder einen riesigen Skandal und komplett Sony sollte bombardiert werden und alles platt gemacht werden, denn das kann man ja nicht zulassen, dass sowas zum Beispiel in den Irak kommt oder so. Und ihr habt ja auch eine zu Hause? Ja, bedeutet, ich habe eine Bombe zu Hause? Nein, du könntest theoretisch Bomber steuern. Oder ich sag mal ein Zwölftel eines Bombers. Oder ein Zwölftel bis ein Fünfzehntel, je nachdem, welche Engine dran ist. Egal, wie auch immer, das könntest du. Du hast auch eine zu Hause und wie immer kommt da dann das FBI ja ins Spiel. Und das Lustige ist, sie haben tatsächlich herausgefunden, dass Saddam Hussein für den Irak 4.000 geliefert hat. Oder nein, 4.000 Einheiten gebucht hat sozusagen. Hat auch wahrscheinlich einige davon bekommen. Und die FBI hat dann diese Hardware-Spezifikation der PS2 nochmal genauer untersucht, dass sie sozusagen so Konglomerat aus FBI und Max-Bereich gewesen dann zu der Zeit. Und wurde die PlayStation 2 wirklich militärisch genutzt? Natürlich nicht, kein Schwein. Aber das ist Marketing, denke ich. Ach, verstehe. Ich weiß es nicht. Nein, es gab tatsächlich diese Diskussion darüber. Natürlich ist das absolut Schwachsinn. Hat sich mittlerweile auch gezeigt, aber ich kann allen nur sagen, wenn sich Leute in Kühlschrankgröße vor eurem Haus aufbauen und schwarzen Gewändern, dann sollte man eventuell die PS2 rausrücken. Und das wird dir auch bald passieren. Ich kenne zufälligerweise ein paar dunkel angezogene Kühlschränke, die ich bei dir und Giovanni vor allem auch mal vorbeischicken werde, jetzt wo ich weiß, dass ihr eine habt. So leicht kommt ihr mir nicht davon. Kommen wir aber jetzt zum Ende der Kategorie oder eigentlich zum Anfang der Nominierung. Das beste PS2-Spiel präsentiert vom kompetentesten und liebenswertesten und dienstältesten Giga Games Consolero, den wir auftreiben konnten. Wer es nicht glaubt, kann es gerne an seinen Baumringen nachzählen. Michael Neudert. Simon, eigentlich wollte ich ja gerade was Nettes sagen über einen äußerst kompetenten und auch informierten und vor allem bei den Frauen total erfolgreichen Mitkollegen, aber nach der Ankündigung von dir habe ich mir das dann doch anders überlegt und komme lieber zu etwas, was wirklich spektakulär ist. Die Zahlen sprechen für sich. Es sind 90 Millionen verkaufte Konsolen, 5.000 verkaufte
verschiedene Spieletitel und insgesamt 800 Millionen verkaufte Games insgesamt. Die PlayStation 2, ja, da kann man von den Sony-Managern auch ruhig noch mal einen kleinen Zwischenapplaus hören. Die PlayStation 2 ist ohne Frage die erfolgreichste Heimkonsole der aktuellen Generation und für viele, viele Menschen ist sie auch gleichzeitig synonym für Videospiele generell. Es ist ähnlich wie das Tempo für Taschentücher steht eigentlich PlayStation für Konsolen und das hat definitiv ja auch seinen Grund. Der Strom von topaktuellen Softwareperlen reißt allerdings auch im fünften Jahr für die PlayStation 2 noch immer nicht ab und deswegen hatten wir es wirklich sehr, sehr, sehr schwer, überhaupt eine Auswahl zu treffen und waren sehr froh, dass diese Auswahl von unseren Zuschauern getätigt wurde und innerhalb eines harten, harten Qualifikationsrennens haben sich letztendlich 5 Finalisten für die Kategorie Bestes PlayStation 2 Spiel herauskristallisiert und diese 5 Finalisten in der Kategorie Bestes Spiel PlayStation 2 2005 sind Burnout 3 Takedown, das Autorennen, bei dem ihr nicht nur eure Versicherung mit dabei haben solltet. ESPN NFL 2005 beweist, dass Football auch in Deutschland äußerst erfolgreich sein kann und beweist es mit dieser Nominierung. GTA San Andreas, ein Spiel, was definitiv zu den Besten auf der PlayStation 2 gehört. So ist die Meinung von unseren Zuschauern. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Solid Snake ist zurück und ist besser als jemals zuvor. Gran Turismo 4, die wahrscheinlich realistische Autosimulation auf der PlayStation 2. Und damit haben wir die 5 Nominierten jetzt vor uns. Und wie so oft, eigentlich haben alle gewonnen, wenn auch nur einer der Sieger sein kann. Und deswegen mache ich es jetzt nicht weiter spannend, sondern komme zu dem Finalisten, der von unseren Zuschauern den Giga Games Award 2005 in der Kategorie Bestes PS2-Spiel bekommen hat. Und spannend, spannend, spannend. Es ist GTA San Andreas. Und den Award in Empfang nehmen wird Jochen Färber, Head of PR von Take-Two. Ja, auch wir von Take-Two freuen uns ganz besonders über diesen Preis. Es ist ja schon das zweite Mal, dass wir hier stehen dürfen und für den GTA-Spiel einen Preis entgegennehmen können. Vor 2 Jahren war mein Kollege schon mal hier und hat für den Vorgänger GTA Vice City einen sehr schönen Preis mitnehmen können. Und ich danke den vielen, vielen Zuschauern von NBC Giga, die gewählt haben und denen das Spiel offensichtlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich kann nur sagen, wir werden auch weiter versuchen, weitere schöne GTA-Spiele in den nächsten Jahren zu entwickeln. Das nächste wird noch bis Ende dieses Jahres für die PSP erscheinen. Und ich nehme den Preis entgegen im Namen von all den Entwicklern, die bei dem Studio Rockstar North in Schottland und auch bei unseren Kreativen in New York dafür gearbeitet haben. Vielen, vielen Dank. Wunder, wunderschön. Und mir ist was aufgefallen. Ich muss sagen, ich finde das richtig klasse, dass es so ein Zufall ist, dass unsere Preisträger auch immer gleich das passende T-Shirt anhaben zu ihrem Spiel. Das ist wie abgesprochen irgendwie. Stehen alle zu eigenen Spielen. Ja, stehen zu ihren eigenen Spielen, zu irgendeinen Produkten und haben eine endlose Versorgung an T-Shirts damit sichergestellt für ihr Leben. Kommen wir zur 11. Kategorie Lifetime Achievement. Eine Kategorie, auf die ich mich sehr freue, aber ich weiß, liebe Janaina, die kommt erst noch. Die kommt gleich. Vorher haben wir nämlich das Ding mit dem Ungen. Werbung. Danke. Was machen wir denn hier? Ich habe echt eine schreckliche Woche hinter mir. Und mein Tag heute war auch ganz furchtbar. Ich will nach Hause. Der Krankenwagen kommt gleich.
Spende Blut beim Deutschen Roten Kreuz. Termine und Infos unter www.drk.de. Du bist Einsteiger und hast noch keine eigene Homepage? Dann melde dich jetzt an und hol dir dein kostenloses Homepage-Paket inklusive eines Designassistenten. Die beste Einsteiger-Homepage gewinnt als Sonderpreis einen Einkaufsgutschein von Mediamarkt über 1.500 Euro. Der Homepage Award 2005, powered by T-Online. T-Online bietet dir starke Hosting-Produkte von der kostenlosen Einsteigerseite bis hin zum professionellen Komplettpaket. Mit bei unserem Wächter der Nacht Gewinnspiel. Es winkt eine Reise nach Moskau, eine private Kinovorführung mit deinen Freunden oder das ultimative Fan-Package. Wächter der Nacht. Alle Infos auf giga.de. Und wir sind langsam aber sicher beim Ende angekommen. Nur noch zwei einsame Herzen stehen sozusagen auf unseren Tischen. Wir kommen zur Kategorie Lifetime Achievement. Und das Besondere daran finde ich, dass es wirklich etwas ist, das meistens nur eine ganz spezielle Person, die wirklich sich sehr, sehr bemüht hat in der ganzen, Spielewelt, dass die eben mal gewürdigt wird. Und ich hoffe ja irgendwann auch sowas zu bekommen, denn ich bin tatsächlich, das wird dich jetzt überraschen, aber ich bin ein gefeierter Programmierer, Hengst, Held, Schrägstrich. Aha, du? Ja, ich. Beeindruckt dich jetzt nicht wirklich. So. Klingt jetzt ein bisschen weniger cool, wenn du das so sagst, als gefeierter Rockstar zum Beispiel oder so. Programmierer sind cool. Auch cool. Ich habe ein Spiel entwickelt, damals, die grüne Hölle habe ich es genannt. Und es war ein packendes Adventure rund um... Also mir ist schon allein keine Geschichte eingefallen, deswegen verliert der Typ am Anfang einfach einen riesigen Diamanten, der fällt in Gulli und auf einer Insel. Ich war jung, aber... und damit musste also, man den dann suchen. Der Insel von den Pina Coladas, oder was? Ja, zum Beispiel, genau. Da habe ich schon damals an dich gedacht. Es wurde leider nie veröffentlicht, obwohl es ein ambitioniertes, Schade. Junges Projekt war. Ja. Wir waren ein Zweier-Programmierteam. Das hat für damals eigentlich gereicht. Ja. Zwei Programmierer ist doch in Ordnung. Ein Kumpel hat programmiert. Ich hab nichts gemacht. Entschuldigung, ihr wart ein Team, ein Programmierteam. Aber du bist derjenige, der nicht programmiert hast? Ich war der Storywriter. Ich bitte dich. Ich war Producer, Regisseur, das hört sich besser an als Programmierer. Nein, also wenn ich mal wirklich ernsthaft sein, das ist jetzt echt kein Scheiß. Der Typ sitzt wahrscheinlich daheim und denkt sich, der Penner macht hier Programm mit meiner Geschichte. Aber der Typ, der hatte ganz viel Schokolade. Der hatte einen Keller, da war Schokolade ohne Ende. Und ich habe nichts anderes gemacht, den ganzen Tag daneben ihm zu sitzen. Ja toll, mach doch. Schokolade. Ja, irgendwann habe ich mich damit überfressen. Und dann war auch das Projekt gescheitert. Ja, aber meine Schokolade, meine damalige Nemesis. Ja, es war einfach, damit war dann Schicht. Aber es tatsächlich war kein Scheiß. Der sitzt, wie gesagt, wahrscheinlich jetzt da und freut sich. Kommen wir aber jetzt, wie gesagt, zu der Kategorie, in der ich durchaus irgendwann auch mal stehen werde. Das erwarte ich fest. Präsentiert von Giga Games bestem E-Sportler, Fatalities schlimmstem Quake 3 Albtraum, meinem langjährigen und manchmal sogar ehrenwerten Kollegen, dem Etienne Gardet. Ja, da bin ich ja froh, dass ich es nicht verpasse. Ich war gerade die Hot Coffee Mod downloaden. Rechtzeitig wieder da. Ja, der nächste Award ist der einzige, der keine Nominierten hat, logischerweise. In der Tat steht der Empfänger auch eigentlich außer Konkurrenz. Spielentwickler gibt es viele, doch obwohl keinen anderen trifft die Bezeichnung Programmiergott so zu wie auf Peter Molyneux. er versteht leider kein Wort. That's not it. Waiter. It's getting better.
1987 gründete er Bullfrog Productions und keine zwei Jahre später erschien Populous. Kennt das noch jemand? Ja, Populous? Ja. Populous war nicht nur eines der erfolgreichsten Spiele für den Amiga, nein, es war auch vor allen Dingen eines der innovativsten und hat sich satte 4 Millionen Mal verkauft. Peter Molyneux gelang es damals nicht nur, die Spieler- und Kritikerherzen einerseits zu begeistern, sondern auch andererseits ein gesamtes Genre zu begründen. Die Göttersimulation. Gibt's wirklich. Auch die weiteren Meilensteine wie Dungeon Keeper, Magic Carpet, Syndicate oder Theme Park hatten den berühmten Molyneux-Charme. Sie waren erfrischend anders, innovativ und gaben dem Spieler neue Möglichkeiten, in das Geschehen einzugreifen. 1997 verließ Peter Molyneux allerdings Bullfrog und gründete die Lionhead Studios, wo die nächsten Blockbuster wie zum Beispiel Fable oder Black and White entwickelt wurden. Auch in Zukunft dürfen wir uns natürlich auf die Extraportion Molyneux freuen. Zurzeit sind einige Spiele in der Pipeline, es sei da zum Beispiel Göttliches erwähnt, wie Black and White 2, Innovatives, wie The Movies, oder Geheimnisvolles, wie Dimitri. Peter Molyneux ist ein Künstler, ein Kreativer, der sich nie auf seinem Erfolg ausgeruht hat und in seinen Visionen nie hat einschränken lassen. Er war schon immer einer der ganz wenigen in dieser Branche, der darauf verzichtet hat, einfach den nächsten 0815 Ego-Shooter zu entwickeln oder das nächste 0815 Echtzeitstrategiespiel. Er brachte mit seinen Ideen und seinen Visionen immer eigentlich wirklich frischen Wind in die Branche und hat wie kaum ein anderer auch andere Programmierer inspiriert. Vergangenes Jahr wurde Peter Molyneux in die Academy of Interactive Arts and Science Hall of Fame aufgenommen. Seit kurzem gehört er der Order of the British Empire an und darf neben Leuten wie Bill Gates oder Steven Spielberg den Titel Officer of the Order of the British Empire tragen. Dass es bei so vielen Auszeichnungen eigentlich dann nur noch eine gibt, die fehlt, ist ganz klar, der Giga Games Award. Und deshalb sind wir besonders stolz, den Giga Games Lifetime Achievement Award für Peter Molyneux zu verleihen. Peter Molyneux. Well, thank you very, very, very much. I mean, I don't deserve this. The people I work with deserve it more than me. They're the people that really help do this. I just have the most fantastic time. I get to have dreams and see them as games, and I love this job, and I hope I carry on making games. I hope you carry on enjoying the games. I really want to thank everyone at Giga, obviously, for all their support and allowing me to come on and show my games off. But mostly I want to thank everybody that's played the games and everybody that has sent emails and support. And I'm sorry if I've made mistakes in the past. I hope I carry on making good games in the future, and thank you sincerely from the bottom of my heart for this. It really, really means something. Thank you very much. Schön. Der Peter. Ich muss ihn nachher nochmal an der Bar sprechen. Ich habe da eine ganz großartige Spieleidee für ihn. Geht auch um so eine grüne Hölle. Das brauchen wir jetzt nicht. Nachher, Peter, nachher. Er ruft mich immer ständig an, will Ideen und so, das ist unglaublich. Eine Frage, während wir jetzt zur 12. Kategorie kommen, nämlich bestes PC-Spiel, wofür haben denn, würdest du sagen, junge Kerle PCs? Zum Spielen. Zum Spielen? Ja. Oder um sich Bilder und Filme fragwürdigen Inhaltes anzugucken, aber hauptsächlich natürlich zum Spielen. Und was sagen diese Jungs ihren Eltern?
weshalb sie unbedingt einen PC brauchen, die Klassiker-Ausrede. Oh, Mama, ich brauche es zum Arbeiten. Ja, du bist bereit für Kinder. Da freut sich auch der Giovanni auf jeden Fall. War bei mir auch nicht anders damals. Immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, so die grüne Wie bei Hölle, der grünen Hölle, genau. Ja, jede Menge an ambitioniertes Projekt. Gute Arbeit. Das leider eingestellt wurde aus mir unbekannten Gründen. Aber früher war das mit dem Runterladen von Bildern und Filmen fragwürdigen Inhaltes etwas schwieriger auf jeden Fall. Hat ein bisschen länger gedauert. Damals war ohnehin alles ein bisschen schlechter. Die Grafik, wir erinnern uns noch, CGA, das waren 4 Farben. Oh, das ist richtig wenig. Heutzutage sind, keine Ahnung, wie viele, Millionen, Tausend? Milliarden. Ja. Aber das Geile daran war auch noch, du konntest 4 Farben theoretisch generieren, aber der Monitor konnte immer nur eine darstellen. Das heißt, du hast entweder orange grün. Oder grün. So richtig ich schön. Ich noch alles grün. Ja. Wir halten also fest, liebe 30 Millionen Normal Mapping Textur geschädigte Polygongemeinde, wir, damit meine ich mich, nicht Janaina, wir haben damals noch Spiele gespielt, die aus einem Ton und aus einer Farbe bestanden haben. Das muss man sich heutzutage erstmal vorstellen. Und ich bedanke mich bei allen Entwicklern, allen Spieleentwicklern hier, allen Publishern und der ganzen Computerindustrie. Ihr habt mir Töne geschenkt, ihr habt mir Farben geschenkt. Wirklich, kommt aus dem Herzen. Ich bedanke toll, mich. Simon. Und jetzt kommen toll. Wir aber ganz schnell, denn wir haben wenig Zeit, zu unserer 12. Kategorie, dem ja, Filetstück, möchte man meinen, das beste PC-Spiel und geschenkt. Wenn wir schon bei Tönen und so geschenkt sind, haben wir ihn auch gerne genommen damals für den PC-Bereich. Na, wo sitzt er denn? Auch wenn er uns dann in den Unterhaltungskosten etwas teuer gekommen ist letztendlich. Kollege Felix Rick, seines Zeichens nicht nur Giga Games Moderator, sondern auch PC-Fanatiker. Nun kommen wir endlich zu der Kategorie, die ich gerne als Königsdisziplin bezeichne. Bestes PC-Spiel. Egal ob Rennen, Action oder Rollenspiele, hier sind sie alle vertreten. Und das, obwohl der PC ursprünglich als reines Arbeitswerkzeug diente. Wer konnte auch ahnen, dass im Jahre 81, als der erste IBM-PC auf den Markt kam, Computerspiele jemals so einen Stellenwert erreichen werden, wie sie das heute in unserer Gesellschaft geschafft haben. Zwar nicht immer ganz unumstritten, aber doch sehr präsent, wie die Games Convention 2005 wieder einmal verdeutlicht. Viel ist passiert und wirklich viele wunderbare Spiele sind innerhalb der letzten 12 Monate erschienen. Aber an der Spitze kann es natürlich nur einen Titel geben. Hier sind die Nominierungen für das beste PC-Spiel 2005. Half-Life 2, ein wirklich würdiger Nachfolger zu Half-Life 1, sagenhafte Atmosphäre. Guild Wars, ein Massively Multiplayer-Spiel, das vor allen Dingen dadurch besticht, dass es keine monatlichen Gebühren gibt. Need for Speed Underground 2, der erfolgreiche Nachfolger mit dem Thema der illegalen Straßenrennen. World of Warcraft, ein hervorragendes Massively Multiplayer-Spiel, das die ganze Welt zurzeit erobert. Und GTA San Andreas, wahrscheinlich eines der abwechslungsreichsten Titel, die es auf dem PC gibt. And the Oscar goes to... Der Gewinner ist Half-Life 2 von Valve. Ja, jetzt würde ich auch ganz gern einen Gast hier hervorrufen und den dann beglückwünschen. Leider ist das nicht möglich, denn keiner von Valve ist leider anwesend. Deswegen werde ich einfach den Award einsacken. Danke sehr. Danke. Ich habe mir Mühe gegeben. Nehmen wir ihn auch mit. Unglaublich. Da vergisst er seinen Award. Kannst du gerne später nur mir geben. Ich würde mich freuen. Wir haben wenig Zeit. Da hat irgendjemand so geplappert heute. Ich weiß nicht, wer das ist. Das geht. Aber ja, also, leider muss ich dir sagen, das war's schon. Wir kommen zu Ende. Das war Giga Games Award 2005. Oh. Simon, kannst du nicht... Leider nicht weiter labern, aber ich gebe dir noch ein paar Sekunden. Ein paar Sekunden habe ich noch, ja. Dann kann ich eigentlich nur an der Stelle noch mal ganz kurz sagen, dass ich mich sehr freue. Zum einen, dass Resident Evil 4 abgesahnt hat und zum anderen, dass ich vielleicht jetzt doch noch einen Publisher für mein ambitioniertes Projekt finde. Es sind ja genug anwesend. Ihr könnt euch gerne sage mal noch, ich meine das ernst. Nicht lachen. Ich muss nur sagen, du hattest recht. Also Zelda Minish Cup ist viel besser als Tetris. Seid ihr da alle einer Meinung? Ich hör gar nichts. Normalerweise kriegt man da eine Reaktion. Okay, da sehr sind die schön. Schüchtern. Da weiß man es nicht. Das ist...
also wer vielleicht noch die Fun Generation kennt, ein altes Videospielmagazin, ja. Da war es wirklich noch, also da war Tetris tatsächlich noch der Gott. Also die sitzen jetzt alle und drehen sich in ihren Gräbern um, wenn sie schon tot sind. Und ansonsten werden sie sich ärgern und mir Mail schreiben. Überraschungen gab es viele. Genau, das wollte ich dich fragen. Bist du zufrieden mit den Gewinnen? Ich muss zugeben, also ich hätte also in diversen Genres durchaus auch auf andere Titel gesetzt, aber die meisten von mir, gerade Half-Life freut mich sehr und natürlich auch, dass es dann, sage ich mal, von Kollege Felix, der ein großer Half-Life 2-Fan ist, abgeholt werden durfte. Wir haben aber wenig Zeit. Wir müssen uns bei der Community bedanken. Ganz schnell, wir haben noch 5 Sekunden. Danke an die Community.